Bei der Polyneuropathie handelt es sich um eine Erkrankung des peripheren Nervensystems. Viele Patienten berichten über Taubheitsgefühle, Kribbeln, Schmerzen und Lähmungen zunächst an den Füßen und Unterschenkeln und etwas später an den Händen. Hierfür gibt es viele Ursachen. Die häufigsten darunter sind Diabetes mellitus und verstärkter Alkoholkonsum oder auch Erbfaktoren. Darüber hinaus gibt es aber weitere 250 Ursachen der Polyneuropathie. Viele Patienten kommen zu mir und wissen nicht, ob sie wirklich eine Polyneuropathie haben oder nicht. Mit den hier verfügbaren Messmethoden kann man das eindeutig feststellen und dann die entsprechende Therapie einleiten. Bei der Therapie muss man zunächst einmal feststellen, welches Therapieziel man verfolgt. Häufig gelingt es, die Krankheit aufzuhalten. Da es sich um eine langsam fortschreitende Erkrankung handelt, ist schon dies ein Erfolg. Ein zweites Therapieziel wäre, die Krankheit etwas zu bessern. Das eigentliche Therapieziel, die Krankheit zu beseitigen, gelingt nur, wenn man die Ursache festgestellt hat und diese ausschalten kann. Zur Therapie in meiner Praxis leiten wir zunächst eine spezifische Physiotherapie ein. Wir setzen eine Neuralakupunktur an den Unterschenkeln und Füßen, Händen und Unterarmen ein. Wir stimulieren mit der Hochtontherapie und mit der magnetoelektrischen Stimulation. Vereinzelt kommen Infusionen gewisser Medikamente in Frage. Insgesamt soll aber dann natürlich auch die Ursache der Krankheit bekämpft werden, insofern diese bekannt ist, also beispielsweise ein Diabetes mellitus, optimal behandelt werden. Mit diesem multimodalen Therapieverfahren können wir den allermeisten Patienten helfen und die Krankheit aufhalten oder verbessern.